Social Movie Night heißt es heute wieder in Berlin, dieses Mal zu Chappie, ein richtig spannender und geiler Film. Und ich habe natürlich wieder einen wunderbaren Co-Host dabei, und zwar Liv Lloyd. Danke. Freust du dich auf den Film? Wie Sau. Freust du dich auf den Abend? Wie Sau. Ich mich auch. Auf die Plätze, fertig. Chappie. Der Einsatz der... Was erwartest du denn von dem Film? Eine gute Unterhaltung und mehr eigentlich nicht. Und dann zu schauen, was kann man daraus, wie kann man dann vom Kopf her weiterdenken darüber. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Film. Willkommen zur Social Movie Night! Bitte einen ganz, ganz großen Applaus für einen meiner besten Freunde, wenn nicht sogar den, den ich eines Tages heiraten werde, Robert Hofmann! Wenn es um News geht im Internet, dann schaut man natürlich seinen Kanal. Hier ist Liv Lloyd! Eine unglaublich gute Action hat dieser Streifen. Der hat ruhige Momente, leicht traurige, richtig witzig. Eine geile Musik, schaut sich kurzweilig. Am Ende kommst du raus und sagst, ja, das war jetzt wahrscheinlich ein Science-Fiction-Thriller, aber auch so viel mehr. Ich bin halt ein Riesenfan von District 9 gewesen und jetzt Chappie. Und vor allen Dingen, wenn ich mir halt überlege, was diese Thematik auch heute, in der Zeit, wo sich das ja alles immer rapider entwickelt und das gar nicht so eine Zukunftsmusik ist, mit den künstlichen Intelligenzen und auch diesem Aspekt, dass sich irgendwann eventuell irgendwas selbst weiterentwickelt. Das finde ich gleichermaßen faszinierend und auch irgendwo unheimlich. Und ich bin extrem gespannt, wie so ein Film sowas rüberbringt. Wenn man Roboter vermenschlicht, finde ich, wird es immer richtig spannend. Aber die große Frage, die sich alle hier gestellt haben, es spielt in Südafrika, ist Chappie schwarz oder weiß? So, du Fuckmother. Du Fuckmother. Du Fuckmother. Das versteht jetzt noch keiner hier. Danke. Jetzt lässt du mich wieder dumm dastehen, weil ich den Film noch nicht gesehen habe. Fuckmother ist etwas, worauf ihr euch freuen könnt. Und jetzt könntet ihr bitte jetzt mal alle eure Masken halt holen. Das sieht aus wie so ein Heavy-Metal-Konzert. So, yeah. Jetzt einsam viel Spaß bei unserer Social Movie Night zu Chappie. Dankeschön. Boah, Alter, was ein Brett. Ja? Ey, ohne Scheiße. CGI war wirklich gut. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das Zusammenspiel Darsteller, also echte Darsteller und diesen computergenerierten Darsteller Chappie so gut funktioniert. Vor allem auch tiefgründig, was man ja bei so einem Actionfilm gar nicht erwartet. Und dann sowas mit Bewusstsein und wie Chappie das selbst entdeckt, Hammer. Ja. Geil, ich war absolut hin und weg. Fashion-technisch auch sehr gut überlegt. Es hat einfach echt gut zusammengepasst alles. Also ein runder Film. Das ist ein richtig philosophischer Actionfilm. Chappie ist wirklich, wirklich anders als viele Genrefilme. Und ich habe auch gerade viele Zuschauer gesehen, die danach sagen, ey, das muss ich erstmal verdauen, da muss ich drüber nachdenken. Und du merkst auch beim Gucken, mit anders ist der aber auch anders gut. Und ich hatte jetzt große Freude bei dieser Social Movie Night mit diesem wirklich andersartigen Film. Danke, Robert. Es war wieder eine tolle, tolle Veranstaltung. Ja, ist so. Braucht da gar nicht lachen.